Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. Hallo, erstmal vielen lieben Dank für die Spenden, die auf meinem PayPal-Konto eingegangen sind. Danke für die Wertschätzung für meine Videos an dieser Stelle. Bedanke mich da recht herzlich. Und heute in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie wir die LCSC-Parts reinkriegen. Ich bin da angeschrieben worden, wie man LCSC-Part-Numbern in einen Schaltplan bekommt. Ich habe hier mal ein neues Projekt geöffnet. Ich mache hier mal einen Schaltplan auf. Dann schließe ich hier mal die Baumansicht und diese Werkzeugleiste, so dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Ich gehe auf die Taste A, wähle mir mal ein paar Widerstände hier. Mit der Taste R suche ich mir die also mal so weit raus. Ich lege den hier ab. Mit Einfügen kann ich mir hier weitere Elemente hinzufügen. Und dann gehen wir mal hierher, nehmen wir diese drei hier. Mit der Taste R kann ich die noch mal rotieren. Und dann gehen wir hier drauf, setzen mal die Elemente erstmal ins richtige Raster. Ich habe vergessen, hier das Raster einzustellen. Hier sehen wir es 1,0. Die Zeichenelemente sind hier im Raster 1,27. Also hier unten, ich schalte mal hier aufs Raster. Vielleicht gleich ein guter Fehler. Ich sage es ja immer wieder, dass wir unser Raster vorher auf die 50 mm einstellen sollen. Und hier habe ich noch aus dem vorhergehenden Versuch, da hatte ich was ausprobiert, noch ein Testraster mal eingerichtet, ein benutzerdefiniertes Raster mit 1,0 mm. Und das passt natürlich nicht, aber es gibt einen ganz einfachen Trick. Ich gehe jetzt einfach mal hier drauf, sage jetzt erst im Rechtsklick auf das 50 mm Raster umstellen, also auf diese 1,27 mm. Dann markiere ich mir hier alle Elemente, sage Rechtsklick und Elemente am Raster ausrichten. Jetzt springen diese Symbole dahin, dass wir also hier auf diese 1,27 mm kommen, und wir sehen, jetzt wird hier schon das Zeichenmodul gefangen. Ich zeichne jetzt hier mal einfach ein paar Linien, auch das hatte ich ja bereits schon öfters gezeigt, dass wir hier durchzeichnen können mit verschiedenen Bauelementen und dass wir hier dann diese automatisch verbunden bekommen. Dann mache ich das mal noch hier. Setz das mal hier dran. Wir setzen mal noch einen Power Flag, was weiß ich, 5 Volt. Das spielt jetzt erstmal in dem Sinne keine großartige Rolle. Wir schalten hier um. Mit der Taste P kann ich mir hier also die Power-Symbole raussuchen. Genauso wie ich mit A andere Schaltplan-Symbole setzen kann. Hier drüben setzen wir mal einen Ground an. Beenden das Werkzeug und ziehen mal hier einfach die Elemente dran. Dann können wir hier noch mal alles markieren mit der Taste O, eine automatische Position auslösen, dann ist das hier soweit mal automatisch positioniert. Wir sehen, ich habe hier die automatische Annotation drin, es ist schon automatisch annotiert. Ich kann auch hergehen und sagen, bestehende Annotation zurücksetzen und lasse dann einfach noch mal neu annotieren, dann wird das hier automatisch noch mal neu beschriftet, oder ich lasse diese automatische Annotation aus in den Einstellungen und kann dann von Hand annotieren. Das würde ich dann hier dran sehen, dass dann ein Fragezeichen reinkommen würde. So, dann möchte ich euch an dieser Stelle mal zeigen, wir mit der Taste V, gehen wir mal hier ein, was machen wir hier, 4K7, das soll also jetzt mal hier unsere Schaltung sein, hier machen wir mal Taste V drücken, machen wir hier ein 10K, hier machen wir auch mal einen 10K, Taste V, 10K, Widerstand. Und hier oben machen wir hier, was weiß ich, auch nochmal ein 4K7. Und diese mal von mir aus hier 22 Kiloohm. Machen wir hier genauso, Taste V, 22K. Gut, soweit so gut. Wir haben annotiert, wir lassen mal unseren ERC laufen. Wir haben zwei Fehler, genauso ist es. Hier eben dieses Ground angeschlossen und die 5 Volt. Wir haben keinen Powerfleck. Das holen wir gleich mal nach an dieser Stelle.
Auch das hatte ich schon mehrmals erklärt, was sich damit verbirgt oder dahinter verbirgt. Das soll aber jetzt hier nicht Gegenstand des Videos sein. Schließen wir mal hier an. Dann gehen wir nochmal hier drauf, machen Steuerung C, Steuerung V, holen uns den ganzen Spaß nochmal hier nach drüben, schließen das hier nochmal an und jetzt sollten unsere Fehler zumindest weg sein. So, dass der Schaltplan jetzt hier keinen Sinn macht, sollte klar sein. Darum geht es aber auch nicht. Es geht hier um diese LCSC-Parts. So, dann brauchen wir als nächstes in unseren Einstellungen, gehen wir mal hier oben drauf, und zwar brauchen wir hier Feldnamenvorlagen. Hier oben in dieser Feldnamenvorlage, da können wir das gleich für alle Bauelemente geschlossen anlegen in einem Schaltplan. Das heißt, ich könnte jetzt, es gibt zwei Möglichkeiten, ich könnte jetzt hier raufgehen, gehe jetzt hier auf das Element, sage jetzt Eigenschaften und lege mir jetzt hier einen neuen Feldnamen an. Mit dem Namen LCSC und würde dann hier die Partnummer eintragen. Bitte Großbuchstaben beachten, LCSC. Das ist natürlich umständlich, wenn ich das jetzt hier für jedes einzelne Element mache. Deswegen lösche ich den an der Stelle nochmal wieder raus. Und ich gehe einfach hier oben ran und sage, in meinem ganzen Schaltplan möchte ich das jetzt haben für alle Bauelemente. Das ist ein unbenanntes Feld, das nennen wir jetzt LCSC, große Buchstaben. Und es soll keine JOR sein und sichtbar soll es auch erstmal nicht sein. Und dann sagen wir, okay, und jetzt kann ich kann hier mal auf den mit Eigenschaften drauf gehen. Dann sehen wir hier unten LCSC. Dann haben wir hier unten Eigenschaften LCSC. Und hier sehen wir halt nicht kopieren. Taste E nochmal drauf. Haben wir jetzt also hier überall immer dieses LCSC drin. Soweit, so gut. Dann weisen wir mal ein paar Footprints zu. Die Bestückung bei der CPCB hat den Hintergrund, dass wir hier nur, also besser am besten mit SMD bestücken können, weil die betratete Bestückung ist in dem Sinne so bei JLC-PCB nicht möglich. An der Stelle auch nochmal der Hinweis: Mir ist es egal, wo ihr eure Platinen bestücken lasst. Ich mache das hier am Beispiel von JLC-PCB. Das geht natürlich auch von allen anderen. Ich kriege da auch kein Geld dafür oder sonst irgendwas. Das ist jetzt hier nur beispielhaft. So, wir nehmen mal hier den SMD 1206. Das ist Viertel Watt Chipwiderstand und dann machen wir hier mal ein Enter. Ich kann das jetzt hier immer wieder so ein Enter machen. Ich kann aber auch hierher gehen und sagen, ich markiere mir das alles mal und sage 1206. Dann haben wir die hier alle drin. Dann ist das auch komplett zugewiesen. So, jetzt haben wir also diese Footprints zugewiesen. Wetten wir jetzt, wenn wir jetzt noch andere Bauelemente hätten, natürlich die ebenfalls noch. Und jetzt kann ich eigentlich hier hinten schon in meine Symbole bearbeiten Elemente reingehen. Dann kann ich mir mal das Datenblatt ausblenden. Das brauchen wir jetzt in dem Fall nicht. Wir sehen, wir haben jetzt hier in dem Moment unsere Widerstände, unsere sechs Stück. Und das sind dreimal oder drei verschiedene Werte. Die sind hier jeweils zusammengefasst in 4K, 7, 10K und 22K. Und wir blenden uns jetzt hier unten mal die LCSC-Partnummer aus. Die sehen wir dann hier hinten. Und jetzt kann ich hier das Feld auch anwählen. Das DNP nehmen wir nochmal raus. Das kann ich mir also jetzt hier anwählen und die Nummer reintragen. Wie kriege ich jetzt diese Nummern? Da habe ich hier schon mal jlcpcb.com/parts/component-search aufgemacht. Und jetzt kann ich hier also, geben wir als erstes mal hier 4.7K ein und lassen den dann mal durchrattern und dann finden wir hier unten den 250 Milliwatt 1206 Chip Resistor Surface Mount. Das ist also der hier. Dann können wir den mal anklicken. 1206er Bauform. Und ah gut, jetzt lädt er das Bild nicht. Normal würde ich jetzt hier das Bild sehen. Ach, jetzt hat er es. Also hier sehen wir jetzt also das Bild. Ist ein ganz normaler Chip-Resistor. Und jetzt haben wir hier diese LCSC-Part-Number. Das ist eben in dem Fall hier die C17936. Die markieren wir uns mal. Steuerung C. Und dann hier ein ganz normales Steuerung V. In dem Fall jetzt hier für den 4K7. So, dann wechseln wir wieder zurück. Dann können wir hier gleich mal den 10K suchen. Und
Dann gucken wir mal hier 805. Hier haben wir wieder den 1206, 10 Kilo Ohm. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, immer mal schauen, auch mal die Werte vergleichen, welche ich hier habe. Dann sehen wir hier die Bezeichnung Basic. Das heißt, Basic sind beim Bestückung keine Extrakosten. Bei Extended zum Beispiel bedeutet das, dass die Maschine umgerüstet wird auf diese Spule, wo die dann rausgenommen werden von der Bestückungsmaschine. Und dieses Umswitchen oder Neubestücken der Maschine kostet halt Geld. Deswegen steht dann hier Extended. In dem Fall hier haben wir Basic Parts. Dann gehen wir mal hier rein. Auch hier wieder gleiches Vorgehen. In dem Fall diese Partnummer hier. Steuerung C. In dann hier Copy und Paste. Und dann gehen wir in das nächste, machen wir noch die 22K. Das ist jetzt Fleißarbeit, je nachdem, was ihr für Bauelemente habt. Es empfiehlt sich auch, wenn man eine Schaltung entwickelt, hier vorher mal reinzuschauen, sind diese Bauelemente überhaupt verfügbar in dieser Parts-Datenbank oder muss ich die mir noch separat zukaufen und dann später nachträglich verlöten oder dergleichen. Da muss ich mich also ein bisschen schlau machen, um möglichst viele Elemente hier bestücken zu können. Ja, nicht alle Bauelemente sind natürlich hier drin, gerade wenn es in so in dem Bereich von spezielleren Bauteilen geht oder von Mikrocontrollern oder dergleichen. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, hier haben wir noch den letzten 1206er. Auch empfehle ich hier nochmal, sich die Seite durchaus einmal durchzulesen, welche Spannungen hier haben sie, welche Toleranzen haben die Bauelemente und so weiter. Ich kann mir das Datenblatt entsprechend runterladen. Das empfiehlt sich einfach, um keine Fehler dann zum Schluss in der Bestückung zu haben. So, dann gehen wir hier drauf. Dann haben wir das hier eigentlich alles schon drinnen. Jetzt können wir mit der Taste F8 mal hier rüber sausen in die Platine. Wir schließen das Ganze. Wir haben jetzt hier unsere Platine, dann gehen wir mal hier in den Edge Cuts, ziehen uns mal ein, stellen uns mal das Raster auf die, na, was nehmen wir? Nehmen wir mal die 5 mm. So, dann ziehen wir das hier rüber, machen wir die mal 35. Na, nochmal, weil es so schön ist. So, jetzt haben wir also, machen wir sie 35 mal 20 mm. Dann können wir die, das ist ein Edge Cut hier oben rausschmeißen. Ich mache es mir jetzt mal eins einfach. Wir sagen mal Footprints automatisch platzieren. Die sind jetzt automatisch platziert. Und jetzt machen wir nochmal hier gleich ein Freerouting. Das wäre jetzt hier also die schnellste und quick und dirty Lösung. Dann legen wir hier mal noch eine Fläche drüber. Wir wollen das Ganze natürlich nicht auf der Nicht-Kupferzone haben. Wir gehen natürlich auf die Kupferzone. So, jetzt wählen wir das aus. Dann kommt hier unser richtiges Auswahlfenster, wir legen das Ganze auf Ground oben und unten, sagen mal okay und schließen hier diesen Vorgang. Jetzt habe ich, da muss man nochmal abbrechen, eine Ecke vergessen anzuklicken. Also das Ganze nochmal. Wir legen das Ganze auf Ground, sagen jetzt okay. Ja, jetzt haben wir die Ecke erwischt. Kaum macht man es richtig, schon geht's. Rechtsklick, Umriss schließen. Damit ist das hier geschlossen. Wir drücken oder beenden erstmal das Werkzeug, drücken mal die Taste B. Dann ist unsere Platine jetzt hier gefüllt. Der SMD-Widerstand ist jetzt hier auf Ground angeschlossen. Und auf der Unterseite sollte jetzt eigentlich auch alles angeschlossen sein. Ja, sehen wir hier, ist blau dargestellt. Kann man nochmal die Taste B drücken, dass das auch durchläuft. So, jetzt haben wir diese Platine im Wesentlichen fertig. Wir können nochmal unseren ERC-Check laufen lassen oder in dem Fall den DRC-Check hier. Wir haben jetzt keine Fehler.
mehr in dieser Platine. Und jetzt war es eigentlich immer das große Problem, dass wir hier mit Plotten arbeiten mussten und entsprechende Layer entfernen und so weiter. Dafür gibt es mittlerweile eine schöne Lösung, und zwar hier über Plugins. Könnt ihr euch installieren. Ich zeige es mal hier installiert, das Fabrication Toolkit von JCPCB. Der prüft euch hier komplett alles ab, was benötigt wird, ob die auch die Platinenfunks passen und die Mindesttoleranzwerte eingehalten sind, also was dieser Hersteller hier in dem Fall leisten kann. Das ist alles hier in dem Tool hinterlegt, das braucht er nicht mehr händisch zu machen. Und dann ist das Ganze hier im Wesentlichen nur noch Fabrication Toolkit, ein Klick. Und Option, brauchen wir hier noch eine Option? Ne, das können wir mal so lassen. Hier kann man, ich habe jetzt mit diesen Einstellungen noch nicht rumgespielt. Das könnt ihr selber mal ausprobieren. Dann gehen wir einfach hier auf Generieren. Und dann haben wir hier im KiCad, in dem Fall ist es bei mir sogar noch KiCad 6. Ich hatte das hier in dem alten Ordner, bei euch ist es natürlich KiCad 8. Habt ihr jetzt dann in eurem Projektnamen hier Tutorial 1 einen Ordner, der heißt Production. Und da liegt das alles drin. Und was ihr eben braucht, ist eben dann diese Netlist. Können wir hier mal aufmachen. Wir machen es mal mit LibreOffice auf. Dann sehen wir jetzt hier die Position List. Dann haben wir hier. Das sind jetzt also unsere Positionen, Designator mit X Rotation Layer und so weiter. Das heißt, hier werden jetzt, das ist die Position für die Bestückungsmaschine, wo dieser Widerstand dann entsprechend liegt auf der Platine. Die brauchen wir. Hier dieses ZIP-File könnten wir jetzt dann entsprechend hochladen. Da sind dann die gesamten Layer drin. Hier haben wir das Designator CSV. Das heißt, hier ist angegeben, wie viele Elemente hier jeweils immer vorhanden sind. Dann haben wir hier die passende Liste. Die möchte ich euch hier noch zeigen. Das ist jetzt also hier die passende Bauteilliste, die Bill of Material Liste. Und dann sehen wir eben hier Bauform Footprint 1206, jeweils immer zwei die Werte. Und hier hinten eben, was wichtig ist, ist diese LCSC-Partnummer. Und wenn ihr das so alles jetzt habt, hier in diesem Ordner drin, dann könnt ihr da das direkt hochladen auf diese Seite von JCPCB und dann euer Projekt produzieren lassen als Leiterplatte und auch gleichzeitig bestücken lassen. Ich gehe nochmal hier gleich in den Ordner rein. Dann sehen wir jetzt hier, also hier in diesem Projektordner haben wir jetzt eben hier diesen Production-Ordner und da liegt eben das ZIP. Hier sind die, machen wir es nochmal auf. Hier sind jetzt die ganzen Gerber-Files drin, die sind gleich entsprechend so benannt oder so erstellt und bedingst, dass sie gleich richtig in den richtigen Einstellungen exportiert sind. Das macht alles dieses Tool für euch. Im Prinzip hier diese User, die werden gar nicht gebraucht, aber die werden eben hier in dem Tool trotzdem mit exportiert. Ja, und damit könnt ihr die dann hochladen. Allerdings muss man natürlich jetzt sagen, wenn jetzt in diesem User-Umgebung hier Informationen drin sind, die der Hersteller nicht oder der Platinenhersteller nicht unbedingt wissen muss, dann sollte man das an dieser Stelle mal rauslöschen und nicht in diesem ZIP mit weitergeben. In dieser Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.